In der Übungschallenge gab es viele, viele Fragen zum Thema, wie werde ich sicherer in den hohen Lagen? Und das ist natürlich ein wichtiges Thema, denn je höher man auf dem Griffbrett sich bewegt, desto unsicherer werden viele natürlich, weil man oben nicht so oft spielt wie in den unteren Lagen. Deswegen gehe ich heute genau darauf ein und zeige dir jetzt eine Übung, wie du wirklich hundertprozentig schnell in den hohen Lagen sicherer wirst. Und ich würde sagen, die Übung gucken wir uns direkt an und ich erzähle dir noch ein bisschen mehr zum Thema Hohlagen. In einem der letzten Videos habe ich schon über Tonleitern gesprochen, warum Tonleitern eine super Möglichkeit sind, eben die hohen Lagen auch zu üben. Aber nicht jede Tonleiter eignet sich gleich gut für den Effekt, dass wir sicherer in den hohen Lagen werden. Denn wenn wir einfach eine Tonleiter nehmen, die über mehrere Oktaven geht, blende ich gleich gerne auch nochmal eine Aufnahme von mir ein, wie das funktioniert, dann üben wir natürlich nur eine kurze Zeit in der hohen Lage und sind sonst sehr viel mit Lagenwechseln und anderen Sachen beschäftigt. Eine ganz tolle Möglichkeit, die hohen Lagen wirklich sicher zu lernen und zu präzisieren, ist tatsächlich Tonleitern in fixierten Lagen zu üben. Das Schöne ist hier, und ich zeige es dir gleich mal in der Aufnahme, du bist praktisch immer in einer Lage beschäftigt, machst dann den Lagenwechsel und bist dann wieder in der nächsten Lage beschäftigt, kannst dir aber auch gewisse Lagen rauspicken, die du dann viel wiederholst oder auch über eine Woche arbeitest. Wie das Ganze aussieht, gucken wir uns jetzt an und dann zeige ich dir nochmal langsam, wie du das Ganze dann üben kannst. Starte in der ersten Lage. Nochmal erste Lage mit dem ersten Finger beginnend. Jetzt in der zweiten Lage. Dritte Lage. Und dann geht es praktisch immer weiter nach oben. Genau. Und was du machen kannst, ist praktisch das Ganze natürlich erstmal langsam zu üben, denn das würde ich dir sowieso empfehlen, nicht direkt in hohem Tempo das zu machen und immer alles zu kontrollieren. Klang, Intonation, Rhythmus, aber auch die richtige Form und Bewegung und die richtige Haltung. Jetzt zeige ich dir einmal ganz kurz langsam, wie das Ganze aussieht und wie du das am besten übst, damit du auch wirklich sicherer in den hohen Lagen wirst. Wenn wir von hohen Lagen sprechen, dann gehe ich immer so von der vierten, fünften, sechsten Lage aufwärts davon aus, dass wir davon sprechen. Aber für viele bedeutet hohe Lage auch schon dritte oder vierte Lage, je nachdem, welche Lagen sie beherrschen. Wenn man über alle Lagen spielen kann, bis ganz hoch in die zehnte Lage oder so, dann ist das natürlich das Höchste. Aber wenn man nur in der ersten Lage bisher spielt, ist die dritte auch schon relativ hoch. Also diese Übung bezieht sich auf alles. Jede Lage kann hierdurch fixiert und verbessert werden. Denn durch die gute Wiederholung und die Wiederholung wirklich innerhalb der Lage hast du die Chance, die Hand wirklich sich an alle Winkel, an alles anpassen zu lassen, ohne Lagenwechsel oder durch Lagenwechsel gestört zu werden. Das heißt, wenn wir jetzt mal von der dritten Lage ausgehen würden, du greifst in die dritte Lage und kannst das Ganze gerne, wie ich es jetzt auch mache, einmal zupfen, um dich erstmal an die Lage zu gewöhnen. Ja? Das heißt, das Wichtigste ist, dass du wirklich bei den Seitenwechseln den Arm und Ellenbogen pendelmäßig mitnimmst, denn da passieren die häufigsten Fehler, warum man sich am Ende nicht mehr sicher fühlt, wenn man in der hohen Lage spielt, weil es sich einfach anders anfühlt als in der ersten Lage. In der ersten Lage natürlich die gleiche Geschichte, der Arm muss mitgehen, aber das Gleiche passiert in den hohen Lagen. Was in hohen Lagen natürlich auch passiert ist, dass es immer schwieriger wird, die Saite zu erwischen und du mit dem Daumen definitiv gut rumkommen musst, um die hohen Lagen zu erwischen. Um das Ganze einmal zu üben, setzt du alle vier Finger zum Beispiel auf die G-Seite oder D-Seite auf und rutscht mal mit der Hand komplett nach oben und der Daumen muss wirklich bis hier vorne mitgehen und die Hand immer optimal den Lagenwechsel machen. Das heißt, bitte nicht irgendwas nach vorne strecken, sondern nimm die ganze Hand mit und geh mal bis ganz nach oben. Dann hast du schon ein Gefühl dafür, wie die Hand vorbereitet sein muss, damit die Lage dann auch funktioniert. Denn oftmals bleibt man hier irgendwo hängen, streckt dann die Hand nach oben und so kann natürlich kein gutes Gefühl in der neuen Lage und auch kein sicheres Gefühl entstehen. Das ist ja schon mal ganz klar. Also das bitte auf jeden Fall beachten, wenn du in die hohen Lagen gehst. Also von der dritten Lage nochmal ausgegangen, achte darauf, dass du wirklich alles ordentlich machst und die Finger wirklich präzise auf ihre neue Seite bringst. Die größten Probleme entstehen beim Seitenwechsel, wenn du zum Beispiel vom vierten Finger zum ersten gehst. Das heißt, das muss gut vorbereitet werden, damit deine Finger sich immer wohlfühlen. Lass nicht eine große Pause entstehen, alle Finger weg von der Geige und jetzt suchst du mal irgendwas, das funktioniert nicht. Versuch wirklich vorbereitend zu agieren, damit du am Ende ein optimales Ergebnis auch eben hast. Wenn wir jetzt immer weiter in die Lage nach oben gehen, werden natürlich mit der
hohen Lage die Abstände auch immer kürzer. Das ist ja ganz klar. Wenn wir in der ersten Lage noch das hier hatten, wird es immer kleiner, je weiter wir nach oben gehen. Jetzt nehmen wir uns mal zum Beispiel dritte, vierte, fünfte, sechste Lage. Okay, ist schon ziemlich hoch. Achte darauf, der Daumen ist jetzt hier praktisch rumgekommen ein bisschen. Die Hand ist optimal vorbereitet, um alle vier Finger drauf zu setzen. Jetzt lass dir wirklich viel Zeit, die Töne zu zupfen, denn du musst wirklich gut im Voraus hören und wissen, was du machst, damit du den Ton auch wirklich sauber triffst. Am Anfang ist das nämlich echt ein Problem, dass es in den hohen Lagen einfach immer unsauberer wird. Du musst natürlich hier besonders viel Geduld aufbringen, viele lange Striche machen und auch sehr langsam zupfen, um die Hand optimal drauf zu bringen. Das heißt, das Gefühl sollte sein, dass du manchmal die Finger fast aufeinander setzt, wenn die Intervalle eng sind, denn die Abstände werden immer kleiner und wenn du den Finger einfach nur neben den anderen setzt, ist es natürlich immer zu hoch. Schön vorbereiten das Ganze. Und hier wäre so ein Fall von 3 zu 4 sehr eng aufsetzen und das Ganze nicht nur einmal, sondern mehrmals machen. Die Grundregel ist hier wieder, je öfter du dich in den hohen Lagen herumtreibst, desto besser, denn wir wissen, wie es ist. Die hohen Lagen werden oftmals nicht ganz so viel geübt, die kommen vielleicht nicht ganz so viel im Stück vor und das ist immer die gleiche Geschichte, was man nicht so oft macht, da fühlt man sich natürlich nicht wohl. Also, wenn du in den hohen Lagen besser werden willst, dann bitte such dir explizit Stücke, die dafür gelten, Etüden, die genau darauf abzielen, dich in der hohen Lage besser zu machen. Dafür gibt es übrigens noch ein weiteres Video von mir, denn ich werde auch dir nochmal zeigen, welche Etüden sich eignen, um die hohe Lage vorzubereiten. Das kommt in einer weiteren Episode. Bis dahin empfehle ich dir wirklich, nimm dir die Tonleitern fixierten Lagen vor. Gibt es von den verschiedensten Komponisten, wollte ich gerade sagen, Geigenschulen. Genau, da kannst du einfach mal reinschauen und dann sukzessive das Ganze hocharbeiten. Und wenn du dich in einer Lage befindest, die sich noch nicht gut fühlt, dann geh bitte noch nicht direkt weiter zur nächsten, sondern kümmere dich erstmal um diese Lage und mach das für eine Woche, für zwei Wochen, bis du dich besser fühlst, ganz langsam, um der Hand wirklich nichts Falsches beizubringen. Ganz genau. Wenn du noch weitere Videos zu Tonleitern sehen willst, wie zum Beispiel zu den Tonleitern über alle Oktaven, ich habe dazu auch Challenges gemacht, wo ich mich selber challenge, in den verschiedensten Übungsformen das Ganze zu machen, dann guck gerne nochmal in der gesamten Violintechnik-Playlist vorbei, denn da ist alles drin, außer mehr Lagenwechsel, Intonation, Klang, Pizzicato, alles Mögliche ist da drin, also schau einfach vorbei. Vergiss nicht zu abonnieren und zu kommentieren, denn darüber freue ich mich natürlich sehr und du kannst den Channel dadurch sehr, sehr gut unterstützen und dann freue ich mich sehr, dich im nächsten Video wiederzusehen.